Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Amerika. Heute habe ich Few bei Chicago. Das ist der Gründer, ist Paul Hletko. Und er hat tatsächlich ein Rye, ein Roggenwhisky rausgebracht. Und das Besondere daran ist es nicht, dass es 2 Jahre alt ist. Das ist übrigens Immortal Rye, also unsterbliche Roggen. Und das wurde tatsächlich mit 8 Immortals Tea dann dort runterverdünnt. 46,5%. Die Flasche kostet 68,90 €. Das finde ich ganz schön viel. Aber so ist der Preis momentan. Whiskey Base Nummer 175 497. Und die haben tatsächlich Oolong Tee benutzt mit der Marke oder mit der Sorte dieses Immortal Tea. So, was passiert? Wenn ich Whisky mache, brenne ich das an meiner Anlage. In Amerika habe ich sogar einen Column Still, also eine Kolonne, eine kontinuierliche Brennblase. Und dort kann ich einfach mal auf, wenn ich wollte, sogar auf 90%. Laut Vorschriften der Vereinigten Staaten darf ich nicht. Das Maximum, was ich haben darf, ist praktisch 80 Proof, glaube ich. Das ist 160. Okay, Kunstkorken, alles gut. Muss ein bisschen Kraft anwenden, um das Ding hier rauszukriegen. Lassen wir es einfach im Glas rein. Interessante Farbe. Wow, also richtig cool. Also, und dann kommt es einfach im Fass rein. Das ist alles okay. Ich darf es nicht mehr, glaube ich, als 80% brennen, aber ich darf es nicht mehr als 62,5% in den Fass reintun. Bei Rye ist das anders als Bourbon, aber naja, gut. Und dann habe ich ein Fass mit, ich sag mal, 60% reingetan und jetzt möchte ich es in meine Flasche abfüllen. Ich möchte es nicht fassstärker haben, kein Cask Strength, kein Barrel Proof, sondern hier in diesem Fall 46,5%. Und ich füge einfach Wasser hinzu. Easy. Ja, Wasser, bis es der Hub. Also, und das ist das, was in Irland momentan der Verkaufsschlager ist. Ich habe meinen Whisky vom Cooley, aber ich habe mein eigenes Wasser benutzt, um das dann hier zu verdünnen. In Amerika ist Hefe der Hauptverkaufsargument, in anderen Ländern ist Fässern, bla 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 bla. Hier hat der Paul Hletko tatsächlich einfach vorher Tee angesetzt mit dieses 8 Immortals Tea. Und hat einfach mal wirklich Tausende von Liter das gemacht und hat dann dieses Tee benutzt, um dieses Whisky zu, diese Roggenwhisky einfach mal runterzubringen zu Trinkstärke. Ist das erlaubt? Anders gefragt, in Amerika ist es verboten? Hat jemand gesagt, das darf man nicht machen? Also er schreibt es hier drauf. Er schreibt genau, was er tut. Hier ist sogar auch seine Unterschrift auf diese Flasche. Vielleicht könnt ihr es so sehen. Also, der Paul hat es einfach gemacht. Vorher hat er einfach Cold Cut Bourbon, der hat kalte Kaffee genommen und da ein Bourbon runter reduziert damit und sagte, warum kann ich Tee nicht bei Roggen nehmen? In Deutschland ist man dabei, einfach mal, da ist die Sauerländer Edelbrennerei soweit, zusammen mit Sebastian Büsing, mit der Spirits Alchemist, die haben tatsächlich ein Fass gehabt, in dem vorher Tee war. Nein, da war kein Tee vorher drin. Die haben diesen Tee hineingefügt hier drin, um das runter zu reduzieren. Die haben nicht Wasser genommen. Das ist der ganz normale 2 Jahre alte Roggenwhisky. 70% Roggen, 20% Mais, 10% gemälzte Gerste. Ja, ob das gut geht, weiß ich nicht. Oolong 8 Immortals Tea ist so eine Mischung zwischen einem grünen Tee und einem schwarzen Tee. Also ist kein Zucker, kein Sugar, no sugar, no milk. Also nichts dazu getan. Es ist wirklich nur Wasser mit diesem Tee einfach da drin. Das ist unglaublich, dass man jemand auf die Idee gekommen ist, das zu tun. Und wie Paul gesagt hat, warum nicht? Ja, alles deklariert, kein Betrug, kein irgendwie. Es kostet sogar mehr, den Tee da anzusetzen. Zeit, Geld und Kraft. Also von daher, schauen wir mal. Ich mache gerne Roggen. Schauen wir mal, ob dieser Tee damit verseucht wurde oder tatsächlich optimiert wurde damit. Kann ich mir nicht vorstellen. Schauen wir mal. Gefällt mir.
Also, Vue Rye war nicht unbedingt mein Lieblings-Rye. Ich habe hier leider kein Vue momentan hier herumliegen. Ich habe jetzt verschiedene Sachen zu breit gestellt, wo ich eben ganz schnell meinen Roggen-Whiskys rangehen kann, um da einen Grundgeschmack zu bekommen. Das ist eine kleine Distillerie, die produzieren schon einiges denn dort und die exportieren auch und sind stark auch jetzt hier durch diese Einfuhrzoll, denn die Preise stark beeinflusst davon. Ein 25% Aufschlag ist schon mächtig viel. Und das muss man einfach mal schauen, wie wir das dann einfach mal in Europa endlich wegkriegen. Wir Whisky trinken leiden unter ein Airbus und ein Boeing-Problem. Krank. Okay, nochmal. Also da ist ein Roggenmoment. Also wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, du hast ein kleines bisschen Cola oder Rootbeer. River Cola hast du hier eingekippt. Ein bisschen schmeckt es in diese Richtung. Interessant, interessant. Ja, leider habe ich selbst dieses Eight Mortals Tea, diese Oaklong Tea vorher nicht gehabt. Es gibt tatsächlich jemand auf Englisch, sie kennt diesen Tee und hat einfach mal das verglichen. Wenn ich einfach diese Eight Mortals Tea google, denn da es gibt Tee-Channels, genau wie es Whisky-Verkostungs-Channels und ich mache auch sogar Blind Tastings mit Tee. Das fand ich echt cool. Jemand hat vier verschiedene Teesorten hingetan und die haben gesagt, könnt ihr die Eight Mortals rausschmecken? Also, und das war auch etwas, wo ich sagte, oh, guck mal. Kennen wir auch von unserer Whisky-Vergleiche und so weiter. Gut, also 46,5%. Ein bisschen Süßholzwurzel ist da drin. Bisschen Kohle am Moment, River Kohle. Definitiv ist dieses Roggenmoment da interessant. Also gar nicht abgeneigt hier, gar nicht bisher, wo ich gesagt habe, wie kann man üben, sondern es weckt Interesse. Ich will probieren. Cheers. Wow. Also eigentlich sollte ich einen 1676er Roggen hier haben. Das ist jung. Also, interessant, cool. Also, ihr kennt mich. Viele von euch kennen mich langsam. Wo ich etwas nicht mache, sage ich das. So offen und ehrlich, dass es manchmal sogar wehtut. Das hier ist merkwürdig cool. Ich weiß nicht, ob ich denn zwei, drei Gläser davon trinken will. Okay, Grunddestillat. 2 Jahre alt Roggen. Ist nicht alt genug. Sorry. Auch nirgendwo kann hier Dorf Straight stehen, weil halt eben sie haben es verunstaltet. Straight darf nie irgendwelche Zusatzgeschmacksstoffe reinkommen, auch nicht durch Tee. Also, das ist einfach nur Rye Whisky, 2 Jahre alt, 70% Roggen. Also, der Roggenmoment ist denn da, aber obendrauf ist eine merkwürdige Moment. Also, River Cola trifft das am besten. Also, dieses Cola-Bohne. Also mein Freund hat einmal, als ich 10, 12 war, versucht, seine eigene Coca-Cola herzustellen durch den geheimen Rezept, was er damals von seinem Vater, der Chemiker war, bekommen hat. Und der schmeckt ein bisschen auch wie abgestandene River Cola. Das ist das, was ich hier kriege. Ich weiß nicht, ob mir das sehr gefällt, aber abgestoßen tut es mir nicht. Das ist interessant. Sogar neugierig bin ich, einen zweiten Schluck zu haben. Mich stört einfach der Alkoholschärfe. 46,5%. Deshalb reduziere ich den. Also ich habe keinen Tee hier, sondern ich nehme einfach Wasser. Ich versuche mal jetzt hier das Ding ungefähr auf 40% zu kriegen. Schauen wir mal, ob ich das ungefähr in den richtigen Rahmen hier kriege. Cheers, zum zweiten Mal. Eine Nase wird sogar besser. Wow. Oh. Gefällt mir. Ah, das muss, ich weiß, es werden Leute geben, genau wie bei damals, die Glendalochs, 13 Jahre Mizunare. Entweder hat man geliebt oder gehasst. Ich finde den gut. Ich finde ihn irgendwie merkwürdig gut. Da ist schon ein bitterer Bohnenmoment oder Teemoment. Tein. Also da drin.
Aber das ist cool. Okay, gut. 50%iger Rittenhouse. Also, lass uns sehen, wie gut das aus. Entweder ist es ein bisschen wie O-Saft und mit Zahnpaste jetzt, oder ob vielleicht harmonisieren sie jetzt hier miteinander. Kann auch einfach mal so sein. Ja, als Flasche ist interessant. Also immer wieder diese alten Labels da drauf. Also kann man machen. Auf der Rückseite ist dann tatsächlich eine 700 ml Flasche, haben sie jetzt hier gemacht. Imported by, wo ist das? Aus Spanien. Oh, interessant. Und dann hier ist das einfach mal in Illinois. Juh. So, gut. Einmal spülen. Cheers. Also, Rittenhouse Rye ist eine, ja, gerade eben Roggenrye. Also, das ist Heaven Hill. Viel mehr als 51% am Roggen ist nicht da drin. Sehr viel Mais, 50%, 4 Jahre alt. Ist eine gute Sache. Es hat echt ein bisschen gedauert, bis der Mais und bis der Süße von dem Roggen auf dem Mais mit durchkam. Allerdings, meine Geschmacksrichtungen, meine Geschmacksnerven sind vollkommen einfach mal verzerrt, verdorben durch diese, durch dieses Teemischung dazu. Ich schmecke den zu 20, 30%, wie das so ist. Ich schmecke den immer noch. Ich habe gespült. Ich muss nochmal spülen. Ich muss wahrscheinlich noch 2, 3 Schluck davon haben, bevor ich endlich das so einpendelt, wo es sich hingehört. Das ist schon etwas, was man nicht am Anfang des Abends trinken sollte, sondern eher am Ende. Weil sonst ist alles andere danach verseucht. Ja, verdünnt auf 40%, der Schärfer war weg. Also für mich ist das ein C++, genau, ein 3++, 2- Whisky. Mir schmeckt's. Keine Ahnung, ob es morgen mir auch noch schmeckt und nächste Woche mir auch schmeckt. Aber mir schmeckt diese merkwürdige Sache hier. Also, das ist nicht irgendwas Typisches, was man so hat. Das ist eher wie ein Party-Trick. Hier, probier mal. Ich würde am liebsten das jemandem geben, der einfach sich ein bisschen mit Rye auskennt und sagt: Probier mal, blind, was ist das? Und er würde so sagen: keine Ahnung, ist das wirklich Whisky? Schöne Nase. Kohle im Glas, also Riverkohle. Ich mache das gerne ein bisschen verdünnt. Entschuldigung. Also ungefähr 40%. Paul, also Haletko, interessante Sache hast du hier gemacht. Ja, also 3++, 2- im Geschmack. Preis 68,50 € für eine 2 Jahre alte Marketing-Gag. 4. Der ist nie im Leben 68,50 € wert. Das schmeckt eher nach 35 € Whisky. Also Leute, kauft euch viel, viel lieber hier ein Rittenhouse 100 Proof, also 50%iger Roggen, lecker. Kauft euch viel, viel lieber für immer noch 20 € günstiger als das Zeug hier, ein Michter's Rye. Ja? Also hier so sieht die Flasche aus. Kauft euch lieber ein Jack Daniels Rye. Kauft euch lieber einen Canadian Lot 40 Rye. Kauft euch lieber ein Knob Creek Rye. Kauft euch lieber ein Jim Beam Rye. Alle anderen Rye würde ich lieber, dass ihr sie kauft, einfach vom Preis-Leistung her. Das ist einfach ein Gag. Interessanter Gag. Ein Sample, es lohnt sich auf jeden Fall. Aber das ist wirklich nicht ein Whisky, wo ich dazu greifen werde und sage, das muss ich jeden Abend trinken, weil diesen Geschmack bleibt nicht nur ein bisschen, sondern ich glaube, mein Essen heute Abend wird immer noch danach schmecken. Das ist extrem prägnant, penetrant, könnte man so sagen.
Okay, meine Frage an euch ist, welche Rye Whisky würdet ihr empfehlen? Ihr habt 40 Euro in der Tasche, ihr könnt Rye Whisky eures Wahls kaufen. Was wäre das? Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Diese Flasche wurde schon verteilt durch meine WhatsApp-Flaschenteilengruppe. Ihr könnt auch in der Zukunft dabei sein. Unten in der Beschreibung einfach draufklicken, dabei sein. Warte bis auch die nächste. Fast jeden Tag kommt was, aber wenn du dich anmeldest, passiert erstmal nichts, bis ich etwas da rein tue in der Gruppe. Sample-Liste gibt es denn da hinten, also auch der PDF, auch die Flasche ist dabei und verschiedene andere Sachen. Könnt ihr auch davon auch bestellen. Und jeden Tag 17:30 Uhr kommen meine Videos, jeden Sonntagabend 21 Uhr gibt es einen Livestream. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Frage des Tages, Rye bis 40 Euro, was könnt ihr empfehlen? Alles Gute euch, bis dahin, ciao!